Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Random Vlog. Wie nicht schwer zu erkennen, sind wir heute wieder auf Wandertour, Schrägstrich Spaziergang, und das ist auch wieder einmal die Tapenweg, die ist für mich einfach erreichbarer. Und für alle Stalker unter euch, das ist die Brücke, über die ich gehe, wenn ich ja direkt an die Tapenweg will. Sprich, ich bin hier ganz in der Nähe von meinem Wohnen. Ort, Platz, Stelle und so. Naja, wir haben es gerade kurz nach 8, morgens natürlich. Es ist noch zu früh im Jahr, als dass es jetzt, als dass es kurz nach 8 abends so hell sein kann. Die Luft ist einfach mal atemberaubend schön. Das Wetter ist okay, es ist relativ warm. Aber vor allem die Luft lockt mich dann doch hin und wieder einmal nach draußen. Wir haben heute Montag, den 30. April. Ich habe heute wirklich einen Ferientag, wegen 1. Mai und so. Das werden wahrscheinlich die meisten von euch haben. Und, naja. Eigentlich bin ich auch gerade draußen, um Brötchen zu holen. Ich dachte, okay, schönes Wetter. Ich krieg langsam Hunger. Ja, okay. Das Tolle ist ja, dass, oder, na, okay, viele würden es vielleicht auch verfluchen, aber ich find's toll, dass ich auch in diesem Rhythmus immer so bleibe, in diesem Schlafrhythmus. Nach der Schulwoche, weil so frühes Aufstehen, das mag ich richtig gerne. Ich liebe es, irgendwie früh wach zu sein. Deswegen finde ich es auch immer doppelt geil, wenn, keine Ahnung, zum Beispiel im Winter, wenn dann mal viel Schnee fällt, dass dann, Äste, ihr Arschlöcher, dass ich dann an der Schule ankomme. Und dann heißt es, nee, jetzt ist, ich darf meinen Finger nicht mehr in die Linse halten, nee, jetzt ist doch schneefrei. Weil halt so viel Schnee und die sind bei uns da echt verdammte Pussys, was sowas angeht. Als ob 2 Zentimeter Schnee uns davon abhalten können, zur Schule zu gehen. Naja, aber soll mir recht sein. Auf jeden Fall freue ich mich dann immer gleich doppelt. Erstens, weil keine Schule, juray. Und zweitens, weil toll, das ist jetzt, es ist jetzt 8 oder so, oder kurz vor 8. Und ich bin wach und habe nichts zu tun. Und ich liebe dieses Gefühl einfach. Aber das können vielleicht auch einige von euch gar nicht nachvollziehen. Ich bin noch einmal extra, um 5 Uhr morgens aufgestanden. Oder um 4:30 in den Ferien. Ich weiß gar nicht, wann das war, aber ich glaube, es war 2010, war das, glaube ich, in den Herbstferien. Ja, da bin ich um 4:30 aufgestanden, um dann mit der Bahn an die Elbe zu fahren. Und da gibt's ja den Elbtunnel und so. Ich glaube, die meisten von euch kommen gar nicht aus meiner Nähe. Ja, aber dann gibt's den Elbtunnel, da gibt's noch den alten Elbtunnel, den man vorher benutzt hat, bevor es die Autobahn gab und sowas. Und das ist auch so eine kleine Touristenattraktion. Und dann bin ich dann durchgegangen auf die andere Seite des Hafens. Und es war voll toll, wenn man denn da die ganzen Hafenarbeiter vorbeigegangen sind. Und die total gestresst und müde und müssen sich jetzt zur Arbeit quälen und man selbst ist da als Tourist unterwegs. Dieses Gefühl ist einfach super. Naja, aber so viel dazu, dass ich es liebe, schon früh wach zu sein. Es geht aber einigen so, die ich kenne. Ja. Ich weiß jetzt, ich habe jetzt überhaupt nicht irgendwie was vorbereitet, themenmäßig hier für diesen Vlog. Nicht mal 2 Sekunden lang in Gedanken irgendwie, bevor ich hier ankam. Wie ich das sonst immer mache. Wie lange nehmen wir jetzt schon auf? Ach, 4 Minuten. Da muss ja auch nicht immer so lange werden. Das muss ja nicht immer so ein 15-Minuten-Klopper werden. Ich dachte nur, dass ich jetzt nochmal ein bisschen aufnehme. Und da drüben kommt eine Spaziergängerin mit Hund. Aber die geht nach unten ans Flussufer. Und da ist sie mir doch ganz gelegen. Ich würde sagen, da huschen wir einfach mal ganz galant vorbei. Und stören die einfach nicht. So, das nenne ich auch mal galant vorbeigehuscht. Und da vorne, vielleicht habt ihr es gesehen, eventuell, was ich aber nicht glaube, habt ihr es gehört, ist das schon die Hamburger U-Bahn oder offiziell auch die Hamburger Hochbahn. Das ist echt ein sehr lustiges Paradoxon. Vor allen Dingen, weil die tatsächlich meistens auf Bahntrassen fährt und nur selten unterirdisch. Ach, gehen wir mal nicht über diese blöde Brücke. Ich würde sagen, wir gehen hier mal nach unten. Ich hoffe, die Holzstämme hier sind nicht so glitschig. Es hat nämlich, glaube ich, geregnet letzte Nacht. Ja, und da sind noch viele Leute. Also es ist unglaublich, dass trotzdem hier um diese Uhrzeit Leute unterwegs sind.
Hier haben wir Entis. Wie man sie doch relativ häufig auf der Tapenweg antrifft. Finde ich schön. Es ist alles noch so naturbelassen und so. Bla bla, die ganzen Öko-Scheiß. Ja, und das hier ist dann so eine kleine... Ja, weiß ich nicht, wie kann man das bezeichnen. Hier kann man halt direkt bis an die Bahnschienen ran. Natürlich ist da ein Zaun vor. Die müssen ja auch irgendwie für Sicherheitsvorkehrungen sorgen. Jetzt hoffe ich mal, dass ich hier keine Spinnweben antreffe. Aber ich glaube, dafür ist es noch zu früh, jahresmäßig. Okay, jetzt bin ich gerade ganz durchgelaufen. Naja, jetzt kann ich nur hoffen, dass mich keine Killerspinne aus dem Jenseits angreift. Und dann ist alles okay. Ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht, warum ich hier lang gehe. Aber ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht, warum ich nie weiß, warum ich etwas tue oder das jedes Mal anmerke. Denn es ist ein Random-Vlog. Und Random steht für zufällig. Und im heutigen Jargon steht Random auch für mal eben zwischendurch. Hier haben wir keine Enten. Da haben wir einen Fahrradfahrer, den ihr nicht mal sehen könnt. Stimmt, das habe ich dieses Mal schon wieder nicht gemacht. Irgendwie, das ist meine Hand, das ist Gras und das ist der Fluss, aber ja, das hatte, glaube ich, eh nie Unterhaltungswert. Ich würde sagen, wir gehen mal zurück. Ich weiß auch gar nicht, wie lange ich hier jetzt rumspazieren möchte, bevor ich tatsächlich dann noch Brötchen hole. Ich gehe nämlich in die völlig falsche Richtung. Da vorne ist der Bäcker. Aber ja, na, wie vorhin schon gesagt oder eben schon gesagt, ich dachte, dass ich diese schöne Luft und das gute Wetter doch einfach mal ausnutzen kann für einen kleinen Morgenspaziergang. Habe ich jetzt schon länger nicht mehr gemacht. Ich würde sagen, wir gehen jetzt nochmal über die Eisenbahnbrücke. Spucken auf die Züge. Nein, das ist widerlich. Vor allen Dingen bringt einem das rein gar nichts. Vor allen Dingen auch aus dem Grund, dass man ihn gar nicht treffen könnte, weil da so ein Schutzgitter ist. Aber naja, ich finde es ja allein so schon ekelig. Ekelig? Seit wann baue ich denn da noch ein E rein? Das höre ich öfters mal bei anderen, aber ich selbst habe es nie gemacht. Naja, die macht der Aufnahme, die verändert einen. Und das hier ist dann auch halt so eine Fahrradüberquerung. Natürlich hätte man es auch einfach mit Treppen machen können, aber... Ja, es ist wie gesagt eine Fahrradüberquerung. Weil dieser Weg, an der Tapenweg, den ich jetzt gegangen bin, oder den ich jetzt gehe und den ich auch im letzten Vlog gegangen bin, ja, das ist einer der meistbefahrensten oder bewandertsten Wander- oder Radwanderwege in Hamburg und Umgebung. Jetzt gerade sind wir in Norderstedt noch, obwohl... Nee, Quatsch, das hier ist, glaube ich, schon Hamburg. Ja, okay, doch, das ist schon Hamburg. Aber da vorne gleich ist noch, das steht da auf dem anderen Ufer. Habt ihr jetzt schon oft genug gesehen. Ja, und das ist hier sowas von uneinsichtig. Wenn jetzt irgendwie ein Fahrradfahrer kommt, dann muss er da erstmal irgendwie ganz rum und die... Also ich wette mal, hier sind schon viele Unfälle passiert. Ist auf jeden Fall sehr merkwürdig gebaut. Und ich meine, wir haben jetzt noch Frühjahr. Im Sommer ist das hier richtig dicht und da kann man hier überhaupt nicht mehr durchsehen. Ich meine, ihr, sehe ich gerade auf dem Display, könnt ja sowieso nicht durchsehen, aber... Naja. So, und da vorne haben wir dann schon wieder Norderstedt. Hier sieht man dann unten auch nochmal den Fluss. Vielleicht seht ihr es, ich glaube nicht da ganz leicht. Müsst ihr auf HD schalten. Ich brauche unbedingt eine bessere Kamera. Ach so, ja. Gut, dass ich jetzt drauf komme, was ich auch... Ich hatte nämlich doch ein Thema vorgelegt, mir fertig gemacht. Okay, das klingt so blöd. Ich bereite die ja nicht vor. Jetzt darf ich es nicht fallen lassen. Aber das meine ich mit diesem Schutzgitter. Ich glaube, man kriegt die Tiefen hier gar nicht so gut. Aber ist ja nicht verwunderlich. Auf jeden Fall geht das da gute 30 Meter nach unten. Und da kommt doch schon dazu. Mal gucken, wie wir alles sehen. Vielleicht guckt ja einer diesen Vlog, der da gerade drin sitzt. Juhu, wir filmen Züge. Mann, sind wir gesunken in unserem Niveau. Ja, aber mein eigentliches Thema, mein dann doch tatsächlich existierendes eigentliches Thema ist eigentlich... Wow, Wortwiederholung for the win und so. Ich hatte ja im letzten Video angesprochen, dass ich mir den neuen Rechner kaufen möchte. Hier. Allerdings verzögert sich das jetzt ein kleines wenig, würde ich jetzt sagen. Das liegt einfach schlichtweg daran, dass ich das Geld doch nicht geliehen bekomme. So hohe Summe, denke ich mal, das macht ja auch irgendwie Sinn. Es sind immerhin ganze, was hatte ich gesagt, 260 Euro, glaube ich.
Jetzt ist da gerade jemand. Gehen wir hier rum. Wir kommen dann da eh gleich wieder an. Also gehen wir hier nochmal den kleinen Rundweg. Ich glaube, ich bin jetzt dann wirklich auch... wow, okay, jetzt sehen wir da schon fast 11 Minuten auf. So viel zum 15-Minuten-Klopper. Das ist mit Abstand mein längster Vlog bis jetzt. Naja, finde ich schön. Ich meine, dieser Vlog hat auch in keinem... überhaupt nicht irgendwie den Sinn, unterhalten zu sein. Oder dass er geguckt wird. Der ist eigentlich nur für meine eigene Belustigung. Und wenn das andere gut finden, dann freut das mich einfach. Ihr dürft auch gerne darunter schreiben, wie scheiße der Chris einen Daumen runter geht. Das ist mir recht, weil dieser Vlog ist eigentlich wirklich nur Ausfaltung meiner eigenen Kreativität. Meiner eigenen nicht vorhandenen Kreativität. Und ich lade das auch eigentlich nur hoch, um... weiß ich nicht. Mann, sind hier viele. Okay, das mit den Hunden verstehe ich ja noch, aber da hinten sind auch noch Jogger und sowas. Natürlich Übergewichtige und so, diese scheiß fetten Leute. Nein, wollen wir hier mal nicht irgendwie einen auf Dings hier. Mir fällt gerade der Begriff nicht ein. Es kann daran liegen, dass ich schon relativ erschöpft bin von der mittlerweile doch recht warmen Sonne und dem doch recht langen Weg. Und ich habe schon wieder den Finger vor der Linse gehabt. Und da vorne haben wir wieder jemanden, an dem wir gelandet vorbeihuschen dürfen. Ich würde sagen, das tun wir jetzt auch einfach mal. Klar, ich fotografiere sie. Ich weiß nicht, ob ich das, was ich eben, also was die zu mir gesagt hat, ob ich das drin lasse im Video oder ob man es überhaupt hört. Aber sie meinte, ob ich die Landschaft fotografiere. Und dann sagt er einfach, ja, warum nicht? Also das war auch nicht, habe ich nicht gesagt, das warum nicht, war eher ein Kommentar dazu. Naja. Wo war ich gerade? Bei dem Rechner, aber wo ganz präzise. Achso, die große Geldmenge und sowas. Ja, und deswegen bin ich jetzt schon gerade dabei, mir ein paar Jobs zu suchen. Ich bin ja jetzt 16, also habe ich das da ein bisschen einfacher mit 400 Euro Basisjobs und sowas. Ich habe mich jetzt auch bei einem schon beworben, beim Edeka um die Ecke. Ich hoffe mal ganz stark, es wird was, aber die suchen nicht mal welche. Also ist die Hoffnung da sehr gering. Das wäre nur die perfekte Stelle gewesen, weil das wirklich direkt einmal um die Ecke ist. Und alles andere wäre dann leicht schon ein Stückchen weiter. Weil wir doch relativ abgelegen liegen von einem möglichen. Jetzt habe ich noch eine Tankstelle hier direkt in der Nähe. Da werde ich dann jetzt nochmal fragen und so. Aber so versuche ich dann halt, mir das Geld zu erarbeiten. Nach und nach. Also, ich kann euch nicht sagen, wie lange das noch dauert. Das ist auch so ziemlich der einzige Grund, naja, nicht der einzige, aber das ist einer der Hauptgründe, warum ich das Let's Play Together mit Hecki angefangen habe. Weil ich einfach ein bisschen frischen Wind wollte, aber eben nicht die Abwechslung bieten konnte, indem ich ein anderes Spiel mache. Weil ich halt nicht viele Auswahlmöglichkeiten habe. Ich hatte schon lange jetzt Lust, das jetzt irgendwie 2 aufzunehmen. Da hatte ich letztens nochmal reingespielt, um mir mal die italienische Synchro anzuhören. Die ist echt überragend. Ich werde mir auch noch überlegen, ob ich dann im Let's Play, was dann letztendlich kommt, deutsche oder italienische Synchro mache. Das weiß ich noch nicht. Ich denke fast italienisch, aber ich überlege mir das Ganze noch. Ja, und von daher könnte ich jetzt ein klein wenig ziehen noch. Aber ihr seid nichts anderes von mir gewohnt. Sobald ich was Neues ankündige, dauert es umso länger. Also, naja. Solltet ihr jetzt nicht überrascht sein. Höchstens die Leute, die durch Cheats zu mir gekommen sind. Ja. Ich danke ja natürlich ganz doll. Und bla bla, Abonnenten, vielen Dank. Es ist ja auch gar nicht mehr lange bis zu... Ich würde sagen, jetzt gehen wir mal zurück. Bis dahin ist mir noch... Ente! Seht ihr, glaube ich, gar nicht wegen Schatten und so. Oh, noch eine. Achso. Rundweg, Bäcker und ich nehme jetzt auch schon 15 Minuten auf, also... Ja. Ich weiß auch gar nicht, wie lange ich das jetzt hier noch ziehen soll. Vielleicht fange ich hier sogar mal an, ein bisschen rumzuschneiden. Ein bisschen, ich weiß es nicht. Und da kommen dann wieder Jogger. Verdammt, wie viele Leute sind hier bitte? Und wieder einmal halte ich die Kamera weg. Mann, wie mich das nervt. Naja, ich will halt ja auch nur nicht, dass ich jetzt so irgendwie als der komische Typ, der mit seiner Kamera redet, angesehen werde. Ich meine, bis jetzt kannte ich niemanden von denen, die hier lang gegangen sind. Also würde mir das auch nicht schaden, wenn die das von mir halten. Aber naja, der Mensch riskiert halt in der Regel nichts. Ja, eigentlich geht mir jetzt auch schon langsam ein Gesprächsstoff aus.
Wie gesagt, ich gehe gerne früh raus, vor allen Dingen bei schönem Wetter und vor allen Dingen bei schöner Luft. Das mit dem Rechner zieht sich leider doch etwas. Das nächste ist sogar Weihnachten. Juhu. Ja, außer ich krieg zu Nikolaus. Aber das lohnt sich nicht. Egal. Das sind Gedankengänge, die euch gar nichts angehen, da ihr den Kontext gar nicht wirklich habt. Naja. Und deswegen, ich werde versuchen, noch ein paar Spiele rauszukramen, die ich spielen kann. Also rein technisch meine ich. Und werde die dann aufnehmen. Eins habe ich sogar noch. Das hatte ich vorher sogar schon. Das sollte auch ein Together mit Hacky werden. Allerdings nicht wirklich ein Let's Play. Natürlich spielen wir schon zusammen, aber ich wollte es halt anders betiteln. Und es ist hier gerade relativ laut, aber ich glaube, ihr hört mich trotzdem gut, weil ich so nah am Mikro bin. Naja. Ja, und das wird dann irgendwann nochmal kommen. Da wollte ich dann aber wirklich Ruhe zu Hause, weil, naja. Ihr werdet sehen, sobald es oben ist. Da ist wieder die Bahn. Die sieht, glaube ich, kein Schwein. Vor allem, weil ich hier gerade so rumwacke, weil ich über eine Wurzel gegangen bin. Nein, man sieht die gar nicht. Hau ab, Wespe. Naja. Ach, das ist so herrlich schön. Auf jeden Fall wisst ihr jetzt, woran ihr seid. Ihr wisst jetzt, woran ich bin. Und ihr wisst jetzt nochmal umso mehr, wie scheiße ich bin. Denn dieser Vlog geht jetzt schon 18 Minuten und das Ganze 10 Minuten länger. Oder fast 10 Minuten länger. Da hat mir dann ein immer noch eingestellter Wecker die Aufnahme zerrissen. Ich denke, es ist ein guter Wink mit dem Pfauenwal. Ja, Pfauenwal, das ist eine Kreuzung aus einem Pfau und einem Wal. Ein guter Wink mit dem Zaunfall, hier jetzt aufzuhören. Was hatte ich? Adieu. Dieser Vlog wird niemals enden. Nein, also. Und ein Fahrradfahrer von hinten. Wir haben es mittlerweile 16.45 Uhr und dieser Tag hat sich zu einem wahren Meisterwerk irdischer Klimakunst entpuppt. Da hätte ich sogar Leonardo da Vinci ein Ohr abgehackt, um sowas hinzubekommen. Oh, das ist einfach nur. Das ist richtig, also das ist wirklich episch. Es ist auch zumindest hier in Hamburg der wirklich mit Abstand schönste Tag des gesamten bisherigen Jahres. Und ich pfeife jetzt auch einfach mal auf die Leute, die da vorbeifahren. Sollen die doch mich für was halten, was auch immer sie wollen. Naja. Was ich jetzt auch gemerkt habe, ich habe schon ein bisschen geschnitten an meinen Videos von vorhin. Oh, dieser Sound, also, Mann, sind die Vögel hier laut. Der Sound ist ja echt zum Teil richtig beknackt. Auf einmal wird's dumpf oder kaum hörbar leise und so. Ich habe jetzt gedacht, dass ich da vielleicht ein bisschen rumschneide, einzelne Parts rausnehme und normalisiere und so. Ah, das ist mir viel zu viel Arbeit. Ich meine, da eh keinem von euch diese Videos gefallen und alle, die sie es gucken, ich weiß es aus erster Hand, machen das nur, weil ihnen langweilig ist. Deswegen, ich werd die Cuts und die Bearbeitung von vorhin wieder rausnehmen und es einfach nativ, so wie es ist, hochladen. Mann, sind sie viele Leute. Okay, ich würde sagen, hier schwenke ich jetzt aber mal zur Seite. Die hätten mich nämlich sonst getötet, das kennt ihr ja auch. Na, also das trifft ja auch auf alle Jugendliche zu, da gibt es keine Ausnahmen. Auch ich bin so, wenn man mich nur anguckt, dann hacke ich dir schon das Bein ab. Na, aber ich würde auch sagen, dass ich jetzt nicht mal lange rumrede. Wir haben jetzt schon einen Vlog, der insgesamt über 20 Minuten dauert. Und das ist ein bisschen übertrieben. Es ist immerhin ein random Vlog, der kaum geschaut wird. Das ist so viel unnötige Renner und Schneider. Oh, wo ich schneiden werde ich hier nicht. So viel unnötige Renner und Hochladarbeit. Naja, mir macht's ja Spaß. Und vor allen Dingen ist es auch eine sehr gute Sprechübung für mich. Und ich meine, so durch die Gegend zu laufen und komplett ohne, dass es irgendeinen Sinn hat im Nachhinein, außer die Übung. Und dann labern, das ist mir dann doch zu sinnlos. Da werde ich lieber mit Grund verrückt gehalten. Naja, ich würde das sagen. Ich höre jetzt auf. Ich bin übrigens wieder an der Tappenweg, natürlich in der gleichen Richtung unterwegs wie im vorherigen Vlog auch. Diesmal aber auch gar nicht so weit weg. Also da, wo ich angefangen habe zu drehen, ist kurz hinter der Brücke, die ihr vorhin gesehen habt. Ja, vorhin trifft es eigentlich ganz gut. Nur halt in die andere Richtung diesmal.
Naja. Macht's gut, Leute. Adieu.